Länder eingebracht haben, Weltmeisterschaften wieder im Rhythmus von 2 Jahren durchzuführen. Es ist uns nicht ganz gelungen, wir konnten es nicht ganz durchsetzen, aber es wird jetzt alle 2 Jahre volle, vollständige Weltmeisterschaften geben und im Jahr 1988 eine Einzelweltmeisterschaft. Es ist ganz erstaunlich, wie schnell und flexibel eigentlich der internationale Verband reagiert, nicht nur der europäische, auch der internationale. Aus Fehlern hat man sehr schnell gelernt, das ist fast ungewöhnlich. Ach, das würde ich so nicht sehen. Der Druck auf den internationalen Turnerbund besteht schon lange. Und ich glaube, dass hier insbesondere die europäischen Länder eingesehen haben, dass eine Strukturveränderung notwendig ist. Und das konnten wir jetzt in Genf sehr stark durchsetzen. Und jetzt beobachten wir zusammen die neue Europameisterin im Mehrkampf, Gina Gojan aus Rumänien. Alle haben sie Schwierigkeiten mit dem Stand am heutigen Tag. Aber der rumänische Verband mit, und was erachtet er als notwendig für Europa? Welche Schwerpunkte haben Sie sich für Ihre Arbeit vorgenommen? Also ich will nochmal zurückkommen auf das, was wir eben gesagt haben. Es war erst einmal wichtig, diese 3 Punkte in Genf durchzubekommen, auf Heraussetzung des Alters, Weltmeisterschaften alle 2 Jahre und auch der Wegfall der Pflichtübungen. Das war unser erstes Ziel. Und nun müssen wir natürlich beachten, die kontinentalen Unionen in Südamerika und in Asien unterscheiden sich von denen in Europa doch sehr stark. Und hier muss man sehr viel Fingerspitzengefühl auch mit einbringen, damit dem Turnen weltweit gedient ist und eben nicht nur in einer Region in Europa. Wiewohl Europa doch. Geht Ihre Legislaturperiode? Die geht bis 1994, also immer eine 4-jährige Zeit. Zum Schluss vielleicht noch ganz kurz, Herr Lotz, Ihr Eindruck von diesen Europameisterschaften, auch im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Juniorinnen hier da waren? Ja, ich persönlich beurteile.